während dem Fahren ist mir irgendwie so der Gedanke gekommen, beim Eislaufen hast du eigentlich kein Panorama. Es ist vom Feeling her zwar Winter, aber wenn ich dann rausschaue, gerade in einer Halle zum Beispiel, war eigentlich, ja, war es eigentlich trostlos rundherum. Und dann ist mir irgendwie, ich weiß auch nicht wie, irgendwie so die Kombination eingefallen, was wäre, wenn man das oben macht auf dem Berg. Ich kombiniere zwei Sachen, die bisher schon gut funktionieren, zu einem gemeinsamen Produkt und das ist Alpine Eis. Also das ist der zweite totale Innovationsaspekt da, dahinter. In Skandinavien nennen sie das Nordic Ice Skating. Die haben einfach das Eislaufen ganz normal weiterentwickelt, weil das sind ja Langlauf-Freaks und Eislaufen das auch gerne. Jetzt kombinieren wir das Ganze. Was gibt es da oben? Wo? In der Gegend? Eislaufen am Berg? Dort muss ich hin, das will ich sehen und das will ich ausprobieren.